Wer sind Sie? Oh, charmant. Danke. Kenne ich Sie? Das ist wirklich nett. Sehr schmeichelhaft. Es tut mir schaurig leid, aber ich... Mein Kopf... Was stimmt nicht mit ihm? Er funktioniert noch nicht richtig. Kein Wunder, er hat einen ziemlichen Schlag verwünscht. Wenn? Wo du vom Bahnhocker gekippt bist. Bin ich so besoffen gewesen? Ja. Sind Sie die ganze Nacht da gewesen? Ich glaube schon. Das ist ja grauenhaft. Du hast es wirklich voll drauf, dass man sich als Frau so richtig begehrt vorkommt. Sie versteht mich falsch. Ich... Der Punkt ist, heute ist mein... Oh Gott! Was? Haben wir heute Nacht? Haben wir? Kannst du dich nicht erinnern? Ja, also... Nein. Es wird immer besser. Ja, also, es ist ja so. Ich glaube nicht, dass ich mich kann. Aber vielleicht kann ich doch. Ja, ich glaube, ich kann. Entscheide. Ich kann mich erinnern. Oh Gott! Du bist ein richtiger Charmeur, weißt du das? Es tut mir leid, es tut mir total leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Das machst du aber. Es ist ja nicht, dass es nicht... Es war eine Bombe. Glaub. Der Punkt ist, ja, ich heirate. Ich weiß. Heute? Ich weiß. Du weißt? Ja. Ja, aber verstehst du nicht, dass es doch grauenhaft? Schon immer, aber. Aber was? Es ist passiert. Ich meine, es hätte nicht sollen passieren. Es ist meine Schuld, genau wie deine. Aber es ist passiert. Was soll ich jetzt machen? Ich sag's niemandem. Wo sind wir überhaupt? Im Hotel. Ich weiß, aber ich war vor einem Zimmer. Sieht aus wie die Hochzeitssuite. Oh Gott! Oh. Hey! Was mache ich da rein? Ich darf nicht da rein sein. Die Suite ist für heute Nacht gebucht, für unsere Hochzeitsnacht. Wie bin ich überhaupt da reingekommen? Du bist ziemlich alkoholisiert gewesen. Ich hätte in einem anderen Zimmer sollen schlafen. Nicht in dem. Auf einmal nicht jetzt. Nicht bevor. Oh Gott! Ich werde wahnsinnig dankbar, wenn du mal etwas anderes würdest sagen. Weißt du, für Zeit? Jetzt eine halbe Zehn. Twiki! Twiki kommt! Twiki? Meine Brut! Wir haben die Suite für heute gebucht. Meinst du für die Nacht? Nein, also für den ganzen Tag. Dass sie sich hier fürs Hochsee fertig machen. Oh nein! Die kann jeden Moment kommen. Warum kann sie sich nicht zuhause fertig machen, wie jede andere Brut auch? Zuhause hat es viel zu viele Leute. Das ist eine Katastrophe. Du musst gehen. Sie müssen gehen. Du musst gehen, bevor sie da ist. Wie es da innen aussieht. Rezeption. Könnt ihr einen Beruf schicken zum Zimmer machen, bitte? So schnell wie möglich. Schnell. Liegt ja. Da innen darf überhaupt niemand sein. Die kann jeden Moment kommen. Ich meine, wahrscheinlich kommt sie sogar mit ihrer Mutter. Noch keine Panik. Noch keine Panik. Hallo? Oh Gott! Nur keine Panik! Nur keine Panik! Schnell! Spatzen! Leg dich da hinten an! Und was tun? Wenn dich jemand sieht, sagst du, sie ist das Zimmermeidli. Verstanden? Das Zimmermeidli! Übrigens, wer bist du eigentlich? Wer ist da? Der Greg? Gott sei Dank. Leg mich nicht vor. Was machst du da rein? Du solltest im Zimmer vis-à-vis sein. Ich weiß. Aber ich war anscheinend so blau, dass ich es verwechselt habe. Weißt du, wir haben beide Zimmer gebucht. Das musst du mir nicht erzählen, Kumpel. Ich habe schließlich reserviert. Siehst scheiße aus. Danke. Ich habe mir, glaube ich, irgendjemand meinen Kopf angeschlagen. Das war vielleicht ein Abend. Da. Aber kein Seltzer. Danke. Ja, wenn ich dich wäre, würde ich ein bisschen machen. Die Vicky ist schon unterwegs. Mhm. Also, ich würde nicht gerade begeistert sein, wenn sie sieht, dass du eure Hochzeitsweite schon vorzeitig beschmuddelt hast. Und zwar schlimmer, als du denkst. Wie?
Was ist letzte Nacht eigentlich passiert? Was? Nach dem Polterabend. Wo bin ich da hin? Geschlafen wie wir alle? Würde ich mal annehmen. Zu etwas anderem bist du nämlich gar nicht mehr fähig gewesen. Habe ich noch irgendjemanden getroffen? Getroffen? Ich meine, hat es Frauen nur gehabt? Hallo? Das war dein Polterabend. Am Tag bevor du heiratest, interessiert dich Frauen gefälligst überhaupt nicht. Ich weiss, aber Greg! Es ist etwas Furchtbares passiert. Was? Ich bin heute Morgen verwacht mit einer Frau neben mir. Neben dir? Wo? Im Bett. In dem Bett? Ja. Alter Glücksbild! Greg, du verstehst nicht! Mama, ich glaube schon! Nein! Das tust du nicht! Ich weiss nicht, wer es ist! Nein, ich bin verwacht, weil ich gemeint habe, einen ganzen Alpaufzug sagt er mein Hirn nicht klatscht. Und da war sie. Im Bett. Im Bett. Was hat sie auch gehabt? Nichts! Ich habe ja schon von ausgefallenen Hochzeitsgeschenk gehört, aber das da war alle. Greg, wo ist die hergekommen? Musst nicht mich fragen, guter Freund. Aber du bist doch da gewesen. Ja, aber genauso besoffen wie du. Ich bin heimgewankt und das Letzte, was ich von dir gesehen habe, war, wie du am Nachtportier das Vogel-Lise ins Ohr gelallt hast. Wo er dir Stegen aufgeholfen hat. Oh Gott! Ich verstehe es nicht. Wo habe ich die hergekommen? Wo ist sie jetzt? Leitet sich im Badzimmer innen an. Ist sie hübsch? Sehr, aber das ist nicht der Punkt. Oh, schon, wenn er... Hände. Das ist ja schlimmer. Ich glaube schon. Du glaubst? Kannst du dich nicht erinnern? Ja, schon. So, auf eine Art. Das ist alles wie in einem Traum. Die Leute haben schon das Glück. Greg, du verstehst nicht. Ich heirate heute die Vicky. Im Stadthaus Zürich. Trauungszimmer, dritter Stock. In zwei Stunden leitet unser Schiff ab. Wir machen eine romantische Bootsfahrt der Seder ab mit der kompletten Hochzeitsgesellschaft an Bord. Ich weiß, ich bin dein Trauzeuge. Die freien, unbundenen Zeiten sind jetzt vorbei. Ich werde jetzt ein anständiger, verheirateter Mann. Schau es einfach als deinen letzten Ausrutscher an. Ja, und es wird so sein, wenn es die Vicky rausfindet. Wie schnell kann sie da sein? In jedem Moment. Sie haben mir heute Morgen angerufen, um zu fragen, ob ich schon wach sei, was ich nicht war. Und ob ich alles beieinander habe, was ich nicht hatte. Und ob ich wüsste, wie es dir geht, was ich nicht gewusst habe. Übrigens, wie geht's dir? Komm auf den Punkt! Ja! Sie hat gesagt, sie machen sich jetzt gerade auf den Weg, um sich da Vertrauen anzulegen. Ich soll doch schon mal schauen, dass da alles nach Plan läuft. Und bis jetzt sieht es ja nicht schlecht aus. Es ist furchtbar! Ich glaube, es war doch ein Fehler, den Polterabendsfest und die Hochzeitsnacht alles hier im Hotel Sonne zu buchen. Oh Gott! Wir müssen die da rausbringen. Bist du etwa fertig? Hallo? Wie heisst sie? Kayani! Habt ihr euch nicht vorgestellt? Ich kann mich nicht erinnern. Kannst du dich wenigstens erinnern, für was ihr die gebraucht habt? Entschuldigung, aber wir müssen jetzt gehen. Meine Brücke kann jeden Moment da sein. Was macht die da rein? Vielleicht ist sie ohnmächtig geworden. Ist sie gleich blau wie du? Sie hat sich auf jeden Fall an mich erinnern. Hallo? Gott, ist das peinlich. Ja, das finde ich auch. Schnell, schmiss alles ab. Wieso? Im Fall die Vicky auftaucht. Und du rennst auf, da rumzutigern wie der Julius Cäsar und legt dich an. Wo ist die hergekommen, Greg? Das will ich wissen. Und wer ist sie? Ich weiß es nicht. Und ich würde mir jetzt an deiner Stelle darüber keine Gedanken machen. Denk lieber an die Vicky. Die ist schon abgeschlossen. Was? Wieso? Keine Ahnung. Wahrscheinlich werden sie die abgeschlossen, wenn sie das als Suite vermieten. Das heisst, wir haben nur einen einzigen Ausgang. Oh Gott! Wir müssen die rausbringen. Bitte, bitte. Du musst jetzt rauskommen. Sie reden Moment hoch. Was hast du mit der gemacht? Es ist ihr gut gegangen, wo sie aufgestanden ist. Greg! Vicky! Oh Gott! Was mach ich jetzt? Keine Panik, noch keine Panik. Jetzt ist alles. Ich bin schon geschieden, bevor ich heirate. Greg, bist du da rein? Nur eine Minute. Greg,
Es gibt nur einen Ausweg. Und der wer? Du musst sagen, sie ist deine. Meine was? Freundin. Wer? Sie da rein. Sie? Nein. Greg. Nein. Es ist die einzige Möglichkeit. Ich habe eine Freundin. Eine ganz neue Freundin. Ich weiß. Aber es kennt sie ja noch niemand. Ihr werdet sie alle kennenlernen. Aber jetzt kennen wir sie noch nicht. Es könnte sie sein. Sie sein? Ist sie aber nicht. Was soll ich denn mit der Richtigen machen? Wo ist denn die Richtige jetzt? Die Heime bei meinen Eltern mampft wahrscheinlich gar das Birchenmüsli. Dann ist ja alles okay. Die ist nicht im Weg. Aber sie kommt doch zum Hochzeit. Sie freut sich, meinen besten Freund kennenzulernen. Und seine frischgebackene Ehefrau. Und all meine anderen Freunde. Was soll ich denn mit ihr machen? Unter meiner Krawatte verstecken? Die hier ist ja dann weg. Schon zu spät. Die Vicky hat die hier ja dann schon kennengelernt. Die merkt doch den Unterschied gar nicht. Die denkt jetzt nur noch, dass sie geheiratet werden. Natürlich merkt sie es. Die Vicky merkt alles. Greg! Bist du so gut, Greg? Ich kann nicht. Was meinst du, was würde sie dazu sagen? Wer? Die Lisa. Wer ist die Lisa? Meine Freundin. Warum sollte die etwas sagen? Du an ihrer Stelle würdest nichts sagen, wenn du vernimmst, sie sei heute Nacht bei einer anderen gewesen. Aber sie weiss ja, dass es nicht stimmt. Wieso? Weil du heute Nacht sicher bei einer gewesen bist. Natürlich nicht. Ich war der grösste Teil der Nacht bei dir gewesen, um mit dir zusammen besoffen zu werden. Wenn sie jetzt noch hört, dass ich den Rest mit einer anderen Frau verbracht habe, ist sie schon fertig, bevor es richtig angefangen hat. Greg? Wer ist denn noch bei dir? Das ist ein Notfall, Greg. Alex, bist du's? Oh Gott! Lass mich rein! Das war es. Adieu, Hochsee. Guten Morgen, Schatz. Was machst du da rein? Du solltest im Zimmer vis-à-vis sein. Oh, Tisch. Das ist eine lange Geschichte. Dann lass mich rein. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Warum? Es bringt Unglück, wenn man sich vor dem Hochsee sieht. Du nicht so bünzlig. Lass mich rein. Bist so gut gehegt. Nein! Hallo, mein Schatz! Was habt ihr zwei genau vor? Ja, wir. Wir gehen noch mal alle Programmpunkte miteinander durch. Gibt's Probleme? Nein! Nicht wirklich. Was heisst nicht wirklich? Nicht wirklich. Wirklich nicht. Absolut nicht! Du siehst grauenhaft aus. Habt ihr euch die ganze Nacht um die Ohren gehauen? Ja. Und was für eine Nacht? Was für ein Abend? Aber der ist jetzt vorbei. Und heute ist unser grosser Tag. So ist es. Jetzt müsst ihr aber schauen, dass er fertig wird. Wir haben nur noch ein paar Stunden und du kannst mich nicht heiraten, wenn du aussiehst wie ein Penner. Bist du sicher, dass du dich nicht gescheiden willst, die Heim anlegen? Die Heim ist es ihr Haus. Lauter Verwandte. Ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe und Frieden. Hast recht. Die Mami kommt jetzt gerade mit dem Kleid. Und der Papi wird auch jeden Moment einfahren. Und alle umeinander kommandieren wie üblich. Also, Schatz, du gehst jetzt gescheiter in dein Zimmer. Dann können wir uns da ein bisschen ausbreiten. Ich lade dich dann wieder rein, wenn wir geheiratet sind. Vicky, nur noch etwas. Was? Ihr könnt noch nicht ins Schlafzimmer. Warum? Ja, weil. Es war letzte Nacht beleidigt. Und sie haben es noch nicht aufgeräumt. Und jetzt willst du das machen? Die haben uns garantiert, dass die Suite wird frei bleiben. Die haben gewusst, dass wir sie heute Vormittag brauchen. Ich weiß, aber. Tja! Sie ist halt gebraucht worden! Braucht? Der Greg hat sie gebraucht. Nein, hat er nicht. Doch! Er hat! Ich habe gesagt, er darf. Greg? Er hat seine neue Freundin da, verstehst du? Ich weiß. Sie kommt als Hochzeit. Und bei seinen Eltern haben sie es nicht können. Zeigen Sie. Ah, und? Also, habe ich Ihnen die Suite angeboten? Nein, das hast du nicht. Doch, das habe ich. Entscheidet euch. Gut, nicht die ganze Suite. Nur das Schlafzimmer. Aber nicht das Badzimmer. Doch, das Badzimmer auch. Von was reden die? Ja, ich habe gesagt, sie können hier pfusen. Sie müssen einfach draußen sein, bevor du kommst. So. Aber sie sind nicht draußen. Ich schon. Er schon. Das sehe ich. Aber sie ist nicht draußen. Mal, sie ist auch. Nein, sie ist im Badzimmer. Nein, ist sie nicht. Doch, ist sie. Weiss einer von euch etwas Genaues? Er ist ein bisschen verlegen, weil sie leitet sich eben gerade an. So. Darum kannst du kurz nicht rein. Wie kurz? Nicht an. Hopp,
Hoffentlich! Hoffentlich! Macht's doch nicht aus! Ich weiss, es macht doch nichts aus. Ich habe ihnen gesagt, es macht doch nichts aus. Es macht doch nichts aus. Warum sollte es? Voilà! Danke vielmal! Wie? Danke vielmal, Vicky. Schaurig lieb von dir. Für einen alten Freund doch immer. Und wir zwei verduftet für ein Moment. Warum? Dass es endlich fertig werden. Fertig werden? Mit Anlegen. Super Idee! Die zwei können dort fertig werden und ich fange da an. Abgesehen davon will ich sie kennenlernen. Ja, aber du siehst sie ja dann am Hochsieg. Ich will sie aber jetzt sehen. Am Greg seine neue Freundin, das ist doch ein grosser Moment. Ja, das kannst du laut sagen. Ja. Für seine Freundin auch. Ja. Und du gehst jetzt anlegen? Ja. Und nimm es Alka-Seltzer. Hab ich schon. Dann nimm noch mal eins. Ich will nicht, dass du vorher schon aussiehst wie nachher. Schon Gratulationen. Und eure Flugtickets für die Flitterwoche. Super, gib's dem Alex. Ja. Alex, das sind eure Flugbilder auf die Malediven. Warum nimmst du die anderen nicht das Handgepäck mit? Wir haben jetzt schon über Gewicht. Übrigens, ich habe ihr gesagt, sie soll sich als Zimmermädchen ausgeben. Warum? Im Notfall. Warum sagst du selbst jetzt, hat er alles gerettet? Nicht unbedingt. Was? Warte ab, bis du sie gesehen hast. Der mit dem Zimmermädchen glaubt er kein Mensch. Warum flüstern die? Wegen dem Zimmermädchen. Genau! Zimmermädchen! Muss eins organisieren und dieser Gumsel hier einen Bein machen. Ben? Wie heisst sie überhaupt? Ben? Deine Freundin? Warum willst du das wissen? Also, lass mal. Ich will ihren Namen wissen, wenn ich sie treffe. Hast du sie ja noch nicht getroffen? Nein, aber jetzt dann gerade, oder? Ja. Also, wie heisst sie? Lisa. Lisa? Ja. Gut, rührst mir, wenn sie parat ist. Gut. Ah, vom Tommy und der Sarah. So nicht! Wer hat euch hier abgeschlossen, will ich wissen? Ich hab gemeint, das Zimmer hat Zellen frei bleiben. Grüezi! Gott sei Dank, du bist wieder aufgetaucht! Bitte? Man hat schon gemeint, du hast dich selber abgespült. Haben Sie mich gerufen? Gerufen? Wir haben das halbe Heise gekriegt. Ah ja? Bist du taub? Nicht, dass ich wüsste. Was hast du denn wollen? Putzen? Ja, das ist nicht nötig. Wieso machen Sie das für mich? Du musst auch nicht mehr so rumlaufen. Wie? Woher hast du eigentlich das Zeug? Vom Hotel. Mit dem wären wir super durchgekommen. Mit was? Mit dir als Zimmermädchen. Du siehst super aus. Danke. Er hat mir gar nicht gesagt, dass du so... So was? So dunkel bist. Ich bin darum sonst ein Helli. Scheiße, jetzt ist Spaß. Von was reden Sie eigentlich? Wer sind Sie? Oh, Entschuldigung, ich bin der Greg. Hallo. Und Alex, sein bester Freund. Sind Trauzeugen. Trauzeugen? Ja. Ah, für das Hochzeug. Ja, klar, für das Hochzeug. Die Scheidung kommt später. Ich weiss Bescheid wegen dem Hochzeug. Es wäre gut gewesen, du hättest gestern Nacht auch daran gedacht. Ich bin nicht im Einsatz gewesen, gestern Nacht. Ich habe gehört, du hättest ziemlich Einsatz gezeigt, gestern Nacht. Wenn sie frech werden? Ja. Und ich habe auch allen Grund dazu. Ich habe total in der Sch- Ah ja? Und der Alex auch? Wieso? Seine Brut ist gekommen. Sie ist da hinten. Und er? Macht sich parat. Er meint, ich werde das Kind schon schaukeln. Ein Kind haben sie auch. Findest du das witzig? Sorry, aber ich habe irgendwie den Faden verloren. Los, was passiert ist, ist passiert. Ich wollte das nicht einmal alles mit dir durchkatschen. Ja, da bin ich aber froh. Wir haben keine Zeit für Fragen. Ich brauche einfach deine Hilfe, dass wir Alex seinen Arsch retten können. Aha. Du bist die Einzige, die das kann. Warum? Wolltest du mir wohl nicht den grossen Tag versauen, oder? Nein, natürlich nicht. Also. Was muss ich denn machen? Ein kleines Rollenspiel. Das ist alles, was wir brauchen. Rollenspiel. Ja.
Theater. Ach so, was muss ich denn spielen? Meine Freundin. Los, Vicky hat herausgefunden, dass es weiter letzte Nacht beleidigt war. Ja? Also haben wir uns schnell etwas ausdenken. Wir haben ihr gesagt, dass du und ich das Zimmer gebraucht haben. Du und ich? Ja. Für was? Ja, für was echt? Wie viel hast du gestern getrunken? Geht dich das etwas an? Gut. Ah, scheinbar macht dir das alles überhaupt nicht aus. Aber du musst ja die Situation begreifen. Ich würde ja extrem gern. Gut. Der Alex und Vicky heiraten heute. Kapiert? Ja. Aus welchem Grund auch immer, der Alex hat die letzte Nacht hier zusammen mit einer anderen Frau verbracht. Kapiert? Kapiert? Wenn die Vicky das herausfindet, ist der Teufel los und das Hochzeit können wir ins Chemie schreiben. Kapiert? Ja. Seine einzige Chance ist, dass er die Vicky überzeugen kann, dass jemand anders gestern Nacht hier war. Und der einzige jemand anders, der gerade rum war, ist der arme Schlucker da. Ich. Wenn wir zwei also die Vicky überzeugen können, dass du meine Freundin bist und wir zwei die Nacht hier miteinander verbracht haben, dann, mit ein bisschen Glück, bringen wir Alex in guten Ruf, unbeschadet über die Schwelle vom Stadthaus und du kannst abrauschen, wie wenn nichts gewesen wäre. Kapiert? Ich glaube schon. Super! Obwohl ich nicht ganz eingesehen habe, warum wir ihm helfen sollten. Wie? Wenn er in der Nacht vor dem Hochzeit muss untreu werden, hat er verdient, was er bekommt. Das ist der Gipfel. Was? Du hast es gerade nötig. Was ist los? Nur weil ich ihn nicht kenne, kann ich trotzdem meine Meinung über ihn haben. Vielleicht hast du gescheiter ein bisschen kennengelernt. Zuerst. Ich mache hier meinen Job. Ich kann nicht jeden Gast zuerst auch noch kennenlernen. Gast? Ah, ich verstehe. Er ist also ein Gast? Ja, natürlich. So einer bist du? Bitte? So quasi auf Abruf? Klar. Und ich habe gemeint, das sei ein Luxushotel, aber heutzutage muss man dann auf alle Wünsche vorbereitet sein. Sowieso. Wahrscheinlich war das im Nachtportier seine Idee. Der Tibor? Leute, der dir amigs an? Wenn sie mich braucht, schon. Und der Alex war so voll, dass er auf so etwas reingefallen ist. Auf was? Ein Callgirl. Ah, das ist da passiert. Du musst es ja wissen. Der Tibor hat sich ein Gespässli erlaubt und dein Freund war nach dem Polterabend so blau, dass er nicht mehr gewusst hat, was er macht. So ist es. Und? Was? Hat er nur gewusst, was er macht? Wenn? Wohnt er im Bett. Was fragst du mich? Du bist die Expertin. Mir ist das egal. Die ist eiskalt. Das macht aber ganz den Eindruck, wenn er es noch gewusst hätte. Wie Bunga Bunga. Wo ist der Bettdecke? Das ist jetzt egal. Wir müssen jetzt eine Rolle spielen. Also bitte, zieh die ab. Wie? Kannst du den Kittel abziehen? Natürlich, er ist nicht angewachsen. Also, dann zieh ihn ab, bitte. Von mir aus. Danke. Du heisst übrigens Lisa. Nein, ich heiße Linda. Nein, Lisa. Also meine Freundin. Ach so. Du machst es einem wirklich nicht gerade einfach. Ach so. Hallo. Bist du immer noch nicht umgezogen? Hey, genug Zeit. Ist Greg seine Freundin schon auftaucht? Nani, warum? Ich kann einfach dabei sein, wenn ihr begegnet. Für was? Einfach um sicher zu sein, dass alles reibungslos abläuft. Sie ist am Greg seine Freundin, schaut sie nicht den Steuerkommissär. Vicky! Ah! Ah, dann bist du immer noch da. Klar, bin ich immer noch da. Kann doch sicher sein. Du hättest dich runtergehalten sein, um zu schauen, ob deine Mutter gekommen ist oder so. Ja, die findet den Weg schon. Ja, sie ist sicher. Also, wo ist sie? Deine Mutter. Nein, du Hirsch! Deine Freundin! Da bei mir. Kann ich sie jetzt endlich sehen? Ja, klar. Da, Lisa, das ist Vicky, Alex, seine Brut. Hallo. Und Vicky, das ist Lisa, meine Freundin. Nein! Hey! Das stimmt nicht! Was? Das ist nicht sie! Hä? Ich meine, das ist nicht die Freundin, die ich gemeint habe. Wohl? Nein! Sag mal, von was redest du? Ich meine, ich habe gemeint, Greg seine Freundin sei anders. Eine andere. Als die sie jetzt ist. Andere? Ja. Anders? Ja.
Sag mal, findest du das nicht ein bisschen taktlos, Schatz? Taktlos? Ich weiss nicht, wie viele Freundinnen der Greg hat, aber es ist jetzt, glaub ich, nicht der Moment, um das zu thematisieren. Ah, nein, natürlich nicht. Grüezi, freut mich. Kennen wir euch nicht? Nein. Wohl! Schon. Oh, auf eine Art. Auf eine Art? Sie war eben noch nicht ganz angelegt. So, es freut mich wirklich schaurig, dich kennenzulernen. Und du musst meinen wirklich extrem undiplomatischen Bräutigam entschuldigen. Aber ich bin mir sicher, du musst dir wegen diesen anderen Freundinnen keine Sorgen machen. Schon gut, mir ist gleich, wie viel er hat. Gleich? Ich bin tolerant. Offensichtlich. Also, Alex! Ich muss meinen Kreislauf ein bisschen Schwung bringen. Du benimmst dich ziemlich seltsam heute Vormittag. Hat er unsere Hochzeit etwa einen Schock eingejagt? Schon ein bisschen. Mir auch. Dann reissen wir jetzt gefälligst zusammen. In weniger als 2 Stunden müssen wir im Stadthaus sein. Ich will nicht, dass ihr dort umeinander hängt wie 2 Zürichsäcke. Genau. Und darum muss ich mit diesen beiden geschwind ein Wörtchen unter 4 Augen reden. Für was? Einfach zum sicher sein, dass alles reibungslos abläuft. Ich will nicht, dass du dich wegen irgendetwas aufregen musst. Also, wer zum Teufel ist das? Wer? Die da. Mit dem, was du erzählt hast? Was hat er erzählt? Das geht dich nicht an. Sorry, das geht mich sicher etwas an. Ich habe dich gebeten, zu sagen, die da rein sind deine Freundin. Und nicht rumzulatschen und irgendeine zu suchen. Irgendeine? Das ist doch die? Nein, ist sie nicht. Was bin ich nicht? Sie ist doch da rausgekommen. Unmöglich. Ich habe sie gesehen. Was hast du gesehen? Habe ich dich nicht gesehen, zum Bad rauskommen? Nein, du hast mich gesehen, wenn ich ins Bad rein bin. Du hast gar nicht können ins Bad rein. Weil da innen ist eine andere. Wer? Das hätte schon sollen rausfinden. Aber jetzt ist niemand im Badzimmer. Woher willst du das wissen, wenn niemand hast gesehen rausgekommen? Ich habe sie gesehen. Nein, hast du nicht. Mal habe ich. Und was mir viel wichtiger ist, da ist jemand im Bad. Voilà! Wer ist da rein? Das möchte ich ja gerne wissen. Wer ist da rein? Was fragst du mich? Also, wenn du nicht da rausgekommen bist? Ja. Wer bist du denn? Ja, wer? Hä? Zimmermeitli. Nein, Vertelli, vergiss das jetzt. Wer bist du? Zimmermeitli. Zimmermeitli? Vergiss es. Warum? Sie ist ein Callgirl. Du hast mir gesagt, du seist ein Callgirl! Ja, sicher nicht, du hast gesagt, hier drin seist ein Callgirl! Ich komme mir vor wie ein Klüpfer nach. Fangen wir nochmal von vorne an. Von wo bist du gekommen? Von unten. Und wie bist du hier reingekommen? Durch diese Türen. Unmöglich. Wieso? Sie ist abgeschlossen. Ich habe sie aufgeschlossen. Ich bin das Zimmermeitli. Hast du ihm gesagt, du seist das Zimmermeitli? Ja. Warum redest du mit der, wenn sie sagt, sie sei das Zimmermeitli? Du hast mir gesagt, sie würde sagen, sie sei das Zimmermeitli. Stimmt. Woher wollen wir wissen, dass du wirklich das Zimmermeitli bist? Würde ich sonst in so hässlichem Zeug rumlaufen? Das hast du auch? Ja. Das hat sie auch? Ja. Sie ist Zimmermeitli. Schön, dass wir uns wenigstens über das einig werden. Gut. Aber wer zum Teufel ist das denn drin? Ich weiß es nicht. Sie ist ein Callgirl. Woher weißt du das? Er hat es gesagt. Habe ich nicht. Hast du doch? Oh. Der Punkt ist doch, wo ist die hergekommen? Der Tibor hat sie geholt. Wer ist der Tibor? Der Nachbartier. Und warum hat er sie geholt? Wahrscheinlich hast du sie bestellt. Bestellt? Sicher muss man das Hirn nicht weggesoffen haben. Wenn ich nur weiss, was für ein Lindy war. Schnauze! Es wird immer schlimmer. Greg, du gehst jetzt zu der Wicke rüber und lenkst sie mit was auch immer noch ein paar Minuten ab. Und du, wie heisst du eigentlich? Linda. Linda, du holst jetzt was auch immer du noch brauchst und bringst das Bett und das Zimmer wieder in Ordnung. In Ordnung. Und ich bringe jetzt wer auch immer zu dem Badzimmer raus. Und dann, mit ein bisschen Glück, können wir alle noch mal von vorne anfangen. Toi! Toi! Toi!
Und Greg? Gabel ist aber unterwegs noch wieder ein anderer auf. So, das hätten wir. Was? Lisa. Lisa? Glinda. Entscheide. Wie viele Freundinnen hast du eigentlich, Greg? Oh, nur eine bis zwei. Und ich habe gemeint, das mal sei die richtig? Ja, ja, es ist die richtig, das mal. Es ist nur das letzte Mal, habe ich gemeint, die andere sei die richtig. Aber dann hat sich herausgestellt, dass die andere nur eine andere war. Und manchmal verwechsel ich eben die andere mit der, die wirklich die richtige ist. Ah. Und wo ist der Alex? Bei der anderen. Was? Im anderen Zimmer. Gib dem Zimmermädchen noch ein paar Instruktionen. Für heute Nacht? Genau! Er will einfach sicher sein, dass du heute Nacht alles überkommst, was du brauchst. Ich meine. Ich weiß, was meinst, Greg. Entschuldigung. Entschuldigung, aber du musst jetzt raus da. Es geht doch nicht so weiter. Wenn du jetzt augenblicklich da rauskommst, dann muss ich leider die Türen einschlagen. Hallo! Hallo! Endlich! Sorry! Was hast du da gemacht? Mich versteckt. Von mir? Nein. Von der Vicky? Nein. Von wem denn? Von dem Greg. Warum? Ich bin seine Freundin. Seine Freundin ist die Heim. Nein. Bei seinen Eltern? Nein. Mampft Büchermüsli? Nein. Du bist Lisa? Ja. Und du und ich? Ja. Oh Gott! Jetzt fängt er wieder mit dem an. Wie hätte das passieren können? Kannst du dich wirklich nicht mehr erinnern? Ich habe gemeint. Ja? Es sei ein Traum. Ist es doch auch gewesen, auf eine Art? Ein wunderschöner Traum. Schön. Was? Dass du gesagt hast, wunderschön. Ist es doch auch gewesen. Ja. Aber wir können nicht. Nein. Wir sollten nicht. Nein. Wir dürfen nicht. Auf gar keinen Fall. Gott! Was machen wir jetzt? Wo ist der Greg? Nebendran. Bei der Vicky? Mhm. Dann hätte ich also den Tibor reingelassen. Wie? Der Nachbote hat dir angerufen. Angerufen? Wo ich angerufen habe, soll ich dir anrufen? Ich komme nicht raus. Wo ich angerufen habe wegen einem Callgirl, hat er hier dir angerufen. Callgirl? Wegen dem habe ich angerufen. Klau. Callgirl? Bist du ein Kreis? Entschuldigung. Ja. Er hat gesagt, du singst Scheiß. Wer? Der Greg? Was? Nein, das kann nicht sein. Du bist wirklich super, weißt du das? Mit dir fühlt man sich als Frau einfach grossartig. Es tut mir wirklich leid. Aber ich bin einfach immer noch beduselt vor allem, was passiert ist. Dann lahm ich dich jetzt und hau ihn ab, bevor jemand kommt. Du kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Ich kann aber auch nicht bleiben. Ich sehe dich beim Hochzeit. Ah! Ist sie rausgekommen? Ja. Gut, du hättest überhaupt gar nicht hier sein dürfen. Ich weiss. Wir sind nicht so ein Hotel. Wie? Linda. Dabei siehst du gar nicht so aus. Pass mal auf. Linda. Und du solltest dich schämen. Linda, es ist nicht... In der Nacht vor deinem Hochzeit, also wirklich. Ich weiss, aber... Du musst dich gar nicht rechtfertigen. Nicht vor mir. Ich weiss überhaupt nicht, warum ich mich hier mit reinziehe. Wenn der Direktor erfährt, dass ich mich zum Handlanger machen von einer Callgirl-Bande, fliege ich im Höhenbogen raus. So, jetzt lange zu. Es ist deine Suite, nimm doch ab. Hallo? Ja, der ist da. Für dich. Hallo? Was ist denn los, Dan? Ich brauche jetzt das Schlafzimmer. Ha! Was passiert da Ihnen genau? Wir haben gerade wieder gehen, Schatz. Und wer ist das? Das Zimmermädchen. Ach so. Ja! Zimmermädchen!
Mädchen! Ich bin froh, dass wir machen. Meinen Sie, ich könnte jetzt endlich da rein? Wissen Sie, ich müsste mich für eine Hochzeit parat machen. Nein, aber natürlich, Schatz. Wir haben Sie nur noch ein Zimmermädchen und dann gehört das Ihnen alles rein. Bist du dir ganz sicher mit dem Hochzeug? Wie bitte? Ich meine, bist du ganz sicher, dass er der Richtige ist? Selbstverständlich. Hat mich nur runtergenommen. Warum sollte ich mir nicht sicher sein? Es ist darum nie zu spät, um alles noch mal überdenken, weißt du? Also jetzt? Sollte ich noch mal alles überdenken? Das ist doch eine grosse Entscheidung für eine Frau. Man sollte den Mann, den man heiraten will, wirklich gründlich anschauen. Sag mal, was schwafelst du da eigentlich? Ja, wirklich. Ich kenne dich ja kaum. Glaubst du nicht, dass deine Aufgabe ist, uns Nachhilfeunterricht im Heiraten zu geben? Noch kurz vorher. Wie du meinst? Dann erst noch vor dem Hotelpersonal. Das Duvet? Wo ist das Duvet? Wahrscheinlich im Badzimmer. Ah ja, blöd. Badzimmer? Gute Frage. Es war meine Mutter. Was hat sie wollen? Die Lisa ist nicht daheim. Nicht daheim? Nein. Wie denn auch? Sie ist ja da. Schon? Ich schon? Aber meine Mutter nicht. Aber jetzt weiss ich. Ja. Und jetzt, wo anscheinend wirklich alle da sind, habe ich eine munzig kleine Bitte. Hauen alle ab! Weil ich bin die Einzige, die da drin sein. Richtig. Richtig. Das Zimmermädchen auch bitte. Ich gehe ja. Nicht sie. Nicht ich, das Zimmermädchen. Genau, Schatz, sagst du ein bisschen gut. Und oh, ja, ich sage das. Und ihr zwei macht das raus. Bringst du mir gerade noch meine Sachen über, Greg? Klar. Alex, bitte mach vorwärts. Klar. Sie! Sie können jetzt da innen aufhören, wenn sie Ihnen nichts ausmacht. Danke, Greg. Stell doch das Beauty Case gerade ins Bad. Ah, warum ins Bad, Schatz? Warum nicht ins Bad, Schatz? Da, ich habe nur gemeint. Ich habe den gebrauchten Decken gehört! Hä? Ah, ja, legen Sie es einfach aufs Bett, wir machen denn das schon. Gut, Herr! Aber wenn sie doch da ist, kann sie es gerade machen. Gut. Gut! Ich gehe ins Bad. Bisschen gut, Schatz, mach endlich vorwärts. Klar. Dann lasse ich dich jetzt allein. Danke. Nein, aber ich wollte es gerade machen. Und Menükarten abgeholt? Nein. Sie tragen. Ja. Wo ist sie? Wer? Bei dir ist im Badzimmer. Sie? Ah, die ist gegangen. Und wer ist das? Wer? Die Dänne? Die Vicky. Nein, der Double, die andere. Das Zimmermädchen. Hä? Sie ist Zimmermädchen. Genau. Das andere? Hä? Komisch. Was? Ich habe das Gefühl, ich kenne dich. Du hast ein Gefühl? Ich habe nur in das Viertel gesehen. Du bist jetzt plötzlich spezialisiert auf Viertel von Zimmermädchen. Auf mich ganz sicher nicht. Schon gut. Ich mache mir Sorgen. Wegen was? Lisa ist nicht daheim. Ah, was? Sie war die ganze Nacht nicht daheim. Woher weißt du das? Meine Mutter hat es gesagt, ihr Bett sie gar nicht braucht. Vielleicht hat sie am Boden geschlafen. Dann tu nicht blöd. Gibt's etwas? Noch nicht. Weißt du, wir haben gestritten gestern Abend. Du und deine Mutter. Ich und Lisa. Ah ja. Wegen was? Weil ich sie ja allein lassen wollte. Wir sind zum ersten Mal zusammen weggefahren, verstehst du?
Und als sie geschnallt hat, dass sie am Polterabend nicht dabei sein darf, ist sie ausgeflippt. Aber dort hat es doch nie Frauen dabei. Ja, aber es ist unser erstes gemeinsames Wochenende. Und wir wollen zum ersten Mal. Zum ersten Mal was? Ich habe sie endlich so weit gehabt, dass... Das was? Es hat einen grossen Augenblick gewesen. Was für ein Augenblick? So jetzt doch nicht so schwer von Begriff. Entschuldigung, aber es geht dich überhaupt nicht an. Im Gegenteil, das geht mich sogar sehr viel an. Wie kommst du denn auf das? Wenn ich schon jemanden vertrete und dem steht ein grosser Moment bevor, dann will ich gefälligst auch wissen, was der grosse Moment beinhaltet. Reg dich nicht auf, dir steht er ja nicht bevor. Da bin ich aber froh. Lisa war einfach total muff, dass ich ausgehen wollte und sie sollen zu Hause bleiben bei meinen Eltern und warten, bis ich irgendwann wieder zurückkomme. Verstehst du? Die war zu Recht muff. Ich habe mit dem Alex geredet. Was hat sie denn gesagt, als du wieder zurückgekommen bist? Das ist es ja. Ich habe sie gar nicht mehr gesehen. Ihre Tür war abgeschlossen, ich besoffen, mir einen Krach gehabt und ehrlich gesagt bin ich gar nicht mehr so scharf darauf, sie zu stören. Aha. Und heute Morgen war ihre Tür immer noch abgeschlossen. Also habe ich gedacht, schlafende Hunde sollen mir nicht wecken und bin da hingekommen, ohne sie zu sehen. Weißt du, was ich glaube? Was? Was? Die ist zurück auf Spreitenbach. Fällt sie ihr dort? Das ist nicht komisch. Entschuldigung. Was meinst du? Nein, das ist wirklich nicht komisch. Nicht das! Ob sie zurück zu ihr heim ist? Hey, das wird sie doch nicht machen. So eine ist sie eigentlich nicht. Vielleicht ist sie mit einem anderen Typen. So eine ist sie eigentlich nicht. Wer weißt denn du das? Na ja, du bist ja nicht so einer, der sich mit so einer einladen würde, oder? Nein. Deine Freundin würde doch nicht mit dem mit einem anderen abhauen, wenn euch der grosse Moment bevorsteht. Du hast das gemacht! Und du haltest dich da draus! Einer von euch ist schlimmer als der andere. Ich verdiene überhaupt keinen grossen Moment. Sag mal, musst du nicht irgendjemanden kaputzen, hä? Ja. Verstanden. Ihr benötigt meine Dienstmeine nicht mehr. Nein, danke. Nachdem ich euch aus dem Dreck geholfen habe, als ihr euch selber drin hineingeredet habt, meint ihr, ihr braucht mich nicht mehr. Geholfen? Du hast alles nur noch schlimmer gemacht. Ich habe alles gemacht, was ich erzählen kann. Aber ihr zwei könnt ja nicht einmal ein Zimmermädchen von einer Callgirl unterscheiden. Oder was hast du von dieser hier gesagt? Sie sind ein Zimmermädchen. Kannst du vielleicht einmal in deinem Leben das Maul haben? Von mir aus, wenn ich meinen Job behalten muss ich sowieso wieder ein bisschen arbeiten. Ja, ich muss auch machen. Wenn ich an der Zeitzornung. Und du solltest jetzt auch Gas geben, wenn du rechtzeitig vor dem Standesbeamten stehst. Stimmt. Einer nach dem anderen. Darf ich jetzt gehen, Frau? Ja, ja. Danke. Bitte noch innen, der Herr. Nein, nein, bitte. Was ist? Was ist? Ich habe das alte Leintuch vergessen. Ich habe sie gesehen. Wer? Die Lisa. Wo? Der Russ ist von da gekommen. Nein, das kann nicht sein. Ja, wenn ich doch sagen. Nein, das kann doch gar nicht sein. Wohl. Lisa. Greg. Auf Gott. Was machst denn du da? Hä? Dich suchen. Ja, wo bist du denn gewesen? Was ist da los? Wer ist das? Und das ist? Na? Du hast Lisa zu einer gesagt. Honey. Ich habe gemeint, die andere sagt Lisa. Linda. Die da ist Linda. Das Zimmermädchen. Ja. Ja. Und warum hat sie dich gesucht? Hat sie das? Sie hat es auf jeden Fall gesagt. Weil ich gehört habe, dass er mich sucht. Und warum hat er sie gesucht? Zum ein Bett machen. Genau. Woher kennst du sie denn? Tue ich nicht. Warum sagst du ihr dann Lisa? Linda! Ist ja egal. Und sie hat dir Greg gesagt? Man hat mir gesagt, das können wir Linda. Und mir hat man gesagt, dass ein Greg nach mir suche. Ah. Ist ja egal. Sind Sie fertig, du eine Linda? Ja. Gut, dann kommen Sie jetzt hier rüber, dass ich wirklich für Ihre Hochzeit fertig machen kann. Okay. Das war knapp. Und wie? Du bist super, Lisa. Oh, merci. Wenn die Vicky herausgefunden hat, was du da machst. Moment mal. Was machst du, Brata? Sie spielt das Zimmermädchen. Genau. Warum?
weil das dem Moment nicht zur Verfügung gestanden ist. Definitiv nicht. Woher weiss sie das? Was? Das alles? Ich habe es euch erzählt. Wann? Wo ich die andere auch loswerden wollte. Was für eine andere? Ja, weißt du. Die andere. Das Kalben! Was? Ja, genau. Ich habe sie abgebracht, wo du da rein warst. Und in der Lobby unten habe ich dann Lisa getroffen. Was hat Lisa in der Lobby gemacht? Sie hat dich gesucht. Und woher hast du gewusst, wer sie ist? Sie hat an der Rezeption nach dir gefragt. Genau. Ja, als ich geschnallt habe, wer sie ist, habe ich gedacht, wenn Linda sagt, sie sei Lisa, dann muss Lisa sagen, sie sei Linda. Warum? Ja, wenn die Vicky nachher ein Zimmermädchen gefragt hätte und sich das Hotel gewundert hätte, wo die Linda hergekommen ist. Warum hast du mir das nicht gerade gesagt? Was? Dass du die Lisa getroffen hast? Habe ich doch gerade. Ich meine vorher. Wo ich dir erzähle, dass sie fort. Habe ich das nicht. Und wo mir ihr Pfütli so bekannt vorkommt ist? Wie bitte? Entschuldigung, es ist wirklich ein herziges Pfütli. Ja, das stimmt. Wie bitte? Warum hast du mir das hier nicht erzählt? Ich. Na? Kann blassen. Jetzt pass mal gut auf. Er hat mich schützen. Genau. Für was? Für was? Schau, Greg, ich habe letzte Nacht hier geschlafen. Was? Lisa! Ich war so sauer nach unserem Krach. Ich bin hier gekommen, um dich zu suchen. Aber ich habe dich nicht gefunden. Und zu deinen Eltern zurück kann ich auch nicht wählen. Also bin ich hier im Hotel geblieben. Wo? Dann? Wo dann? Im Zimmer, wo der Alex hätte schlafen sollen. Und woher hast du gewusst, dass er nicht drin war? Ich habe ihn auf den Stegen getroffen. Er war so blau, dass er nicht mehr gewusst hat, wo er ist. Ich habe ihm aufgeholfen, zwei Schlüssel in seiner Jackentasche gefunden, ihn in die Suite gebracht und mir ein anderes Zimmer genommen. So ist es. Woher weißt denn du das? Was? Du bist ja so blau, dass du nicht mehr gewusst hast, wo du bist. Ja, aber nicht so blau, dass ich nicht mehr gewusst habe, wo ich aufgewacht bin. Nur ein Moment, Mann. Was willst du denn jetzt tun? Soll das jetzt heissen, das da ist deine richtige Freundin? Ja. Die letzte Nacht nicht die Heil war? Ja. Der, wo der sogenannte grosse Moment bevorstanden wäre? Was? Ja, also. Ja! Linda, bitte! Ihr seid ja wie Küngel! Wir? Linda, sag jetzt nichts, was ich machen müsste bereuen. Wo du müsstest bereuen? Sie müsste bereuen. Warum sollte sie? Sie weiss ja überhaupt nicht von all dem. Hast du eine Ahnung? Ich weiss mehr als du. Linda! Was weisst? Ich sage nicht, was ich weiss. Aber wenn du wüsstest, was ich weiss, dann wüsste ich etwas. Was? Dass du es nicht wissen willst. Was schwafelt ihr denn da? Linda, Schnauze. Wie Schnauze? Es gibt gewisse Sachen, die ein paar Leute im Moment besser nicht hören. Im Gegenteil. Gerade im Moment sollten ein paar Leute gewisse Sachen hören. Was für Sachen? Man sollte schon wissen, auf was man sich einlässt. Wer lässt sich da auf was ein? Du lässt dich da auf etwas ein, was dir ziemlich Ärger könnte bringen. Auf was ich mich einlasse, ist gar nicht im Vergleich zu dem, wo er sich darauf eingelassen hat. Und das ist nur halb so schlimm wie das, wo sich das arme Mädchen da einen jetzt gerade drauf einlässt. Ich werde noch wahnsinnig. Was redet ihr auch für einen Stuss? Was ist da los? Oh Gott. Warum schreien ihr so umeinander? Gute Frage. Darum frage ich ja. Vicky, anscheinend ist da einiges passiert, was jeder versteht. Außer dir und mir. Was? Ich weiß es nicht. Frag sie. Was ist passiert? Frag ihn. Was ist passiert? Foxy! Zimmermädchen, was hat die mit dem zu tun? Gute Frage. Darum frage ich ja. Also? Ja! Kinder! Da bin ich! Mami! Erzählst du?
Ja, also... Ich denke nicht im Traum daran, mich für das Hochzeit parat zu machen, bevor ich nicht herausgefunden habe, was da los ist. Und warum ihr zwei euch heute Morgen aufführt bei der Muppet-Show. Also, weißt du, Schatz, es ist ja so. Der Greg hat sich da auf etwas eingelassen. Ja, ich habe mich da auf etwas eingelassen. Die junge Frau da eben. Welli? Die Lisa. Die Linda. Sie ist nicht wirklich das Zimmermädchen. Wer denn? Ein Greg, seine Freundin. Danke. Ich habe gemeint, die andere sei seine Freundin. Auch. Sie ist die andere Freundin. Ah ja? Danke vielmals. Weißt du, er war nicht ganz sicher, welche von seinen Freundinnen am Hochzeit wird aufkreuzen und jetzt sind eben beide gekommen. Nein! Wie hat denn das passieren? Ja, es, Weißt du, er hat erst mit einer Schluss gemacht. Mit welcher? Mit der? Nein, mit Zebra. Mit Lisa? Nein, der Linda. Entscheidet euch! Linda, oder? Ja, Linda, definitiv. Und warum? Was, warum? Hast du mit ihr Schluss gemacht? Weil, Weil er Linda getroffen hat, Lisa getroffen hat. Ja. Ah. Er hat sich so Hals über Kopf in die Lisa verliebt, dass er sie gerade als Hochzeit eingeladen hat. Und hat aber ganz vergessen, dass er aber die Linda schon eingeladen hat. Und jetzt sind eben beide da und er steht mit der abgelohnten Hose da. Quasi. Warum hat Linda dann behauptet, sie sei das Zimmermädchen? Weil... sie das mit Lisa geschnallt hat und kein Spiel von der Arbeit will sein. Sie hat sich mit der Situation abgefunden und ist bereit, sein Zimmermädchen zu spielen. Dass Lisa nicht schnallt, wer sie wirklich ist. Ja. Ich muss sagen, Greg, du hast dein Liebesleben ziemlich schlecht organisiert. Findest du? Oh. Was machst du jetzt mit diesen beiden? Gute Frage. Alex, was würdest du vorschlagen? Ja, ich würde vorschlagen, du solltest noch mal schaffen, darüber nachdenken, welche das wirklich willst und welche das nicht willst. Und dann gehst du zu der, die du nicht willst und zeigst ihr, dass sie nicht willst. Und dann, mit ein bisschen Glück, landest du bei der, die du willst. Ich habe gemeint, er wüsste, welche das er will. Nein, da bin ich nicht so sicher. Warum hockt er ja so im Seich? Ficki Mühli. Oh. Also komm, Greg, bitte entscheide. Wir haben heute noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Unsere Hochzeit. Klar. Und wenn meine Meinung wissen willst, ich würde mir zweimal überlegen, ob ich mit dieser Lisa etwas anfangen würde. Warum? Die ist total unsensibel. Die hat mir wollen gute Ratschläge geben, was die Wahl von meinem Ehemann betrifft. Und das ausgerechnet an dem Tag, wo ich ihn heiraten wollte. Meinst du, die Ratschläge seien so falsch gewesen? Pass auf! Greg, würdest du jetzt bitte deine amorösen Angelegenheiten dort in die Ordnung bringen? Klar. Und dann organisierst du endlich die Sache mit dem Essen. Klar. Und du, Alex, organisierst dein äussere Erscheinungsbild. Es soll uns nicht einmal ins Stadthaus rein. Klar. Und ich organisiere mein Hochzeitskleid. Würdest du Mami sagen, ob sie es überbringen könnte? Klar. Dir gebe ich dann Ficki Mühli. So, Buben, wir alles können aufklären. Ja, ja, klären jetzt gerade auf. Ja, ist das noch nicht? Da wird es aber etwa Zeit und rasiert sich auch nicht. Vicky, da ist meine Zimmer etwas los. Vormittag, der Vater kommt jetzt auch gerade. Du weißt, wie er tobt, wenn nicht alles parat ist. Es wird schon alles parat sein. Ich nehme jetzt ein Bad. Hast du das Hemd vom Kleid schon richtig festgenäht? Ja, ja. Und die letzte Retusche mache ich dann, wenn du es anhast. So! Dann wollte ich dieser Sache jetzt einmal auf den Grund gehen. Ja, das sagst du auch. Greg, ich sollte da gescheiter mal mit dir reden. Ja, wäre vielleicht gescheiter. Aber Lisa. Alex, es wäre gescheiter, ich will mit dem Greg allein reden. Ja, es wäre gescheiter. Bitte, Lisa. Mut zu! Ja, es wird auch etwa Zeit. Du auch? Bitte? Kümmere dich um deinen eigenen Mist und mach dir wieder die Arbeit. Nach allem, was ich für euch gemacht habe. Und du haust jetzt auch ab und machst jetzt endlich für deine Hochzeit bereit. Wenn sich das mit all deinen anderen Aktivitäten vereinbaren lässt. Aber pass auf, was du sagst. Du willst doch nicht so eine wunderbare Beziehung zerstören. Was für eine? Die von dir und ihr natürlich. Ha! Huse! Huse! Am Schluss bin immer ich der Neger. Ich höre.
verliere nie die Nerven. Weißt du, als wir gestern so einen Krach bekommen haben miteinander, sind wir schon ernsthaft in Zweifel an uns gekommen. An uns? Ja. Ah, es war nicht wegen dem blöden Polterabend. Das habe ich ja verstanden. Ich hatte mehr das Gefühl, wir seien nicht auf der gleichen Wellenlänge. Wellenlänge? Wir kennen uns ja noch nicht wirklich gut. Und an dem Wochenende hätte ja scheinbar unser grosser Moment sein sollen. Ja. Ehrlich gesagt hätte in dem Moment gar nicht so gross müssen sein. Mir hätte ja auch einen kleinen, ehrlichen Augenblick gefallen. Aber dann ist etwas dazwischen gekommen. Was? Ein anderer Mann. Wo ist das ich? Ich bringe ihn um. Ich habe gemeint, du verlierst nie die Nerven. Was ist denn passiert? Als ich gestern hergekommen bin, um unseren blöden Streit aus dem Weg zu räumen, habe ich dich nicht gefunden. Ich wollte schon wieder nach Hause. Da ist er plötzlich auftaucht. Der Mann? Ja. Im Hotel? Ja. Ich bringe ihn um. Du nicht blöd. Was ist passiert? Also, er war ein bisschen durcheinander. Und ich war ein bisschen durcheinander. Wir wollten gegenseitig herausfinden, warum der andere durcheinander ist. Und das hat dann geändert, immer durcheinander. Könntest du bisschen gut hören mit dem Geschwafel? Ich meine, der kleine Moment, den ich mit dir haben konnte, hat sich verwandelt in einen grossen Moment mit ihm. Hast du wirklich gesagt, was ich gehört habe? Was ich gesagt habe, ist, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich auf den ersten Blick verliebt. Dabei habe ich das gar nicht wollen, es ist einfach passiert. Aber mit dem hat sich, glaube ich, alles erledigt, was mit dir hätte können passieren. Ich bringe ihn um! Augenblick mal! Soll das heißen, er war bei dir da in einem Zimmer? Nein. Schwörst du? Ich will tot umkehren. Wo ist die Sau? Er ist keine Sau, er ist wirklich nett. Nett? Niemand, der nett ist, geht und schnappt dem anderen seine Freundinnen weg. Er hat mich niemandem weggeschnappt. Ich habe das schon gesagt. Das war Zufall. Und wer ist es? Niemand, den du kennst. Die Sau! Du wirst ihn mögen. Woher willst du das wissen? Ich weiß es. Gestern. Hast du auch auf den Stegen getroffen, wo er seinen Schlüssel gesucht hat? Nein. Wo denn? An der Bar. Dort sind wir, die ganze Bande vom Polterabend. Ihr seid schon weg, darum habe ich dich ja nicht gefunden. An der Bar hat er dich also aufgerissen? Ich habe ihn aufgerissen, eher. Er hat nämlich ein bisschen Mühe mit Stahl, so blau war er. Auf einen Süffel bist du reingeht. Er ist zuerst geht, vom Barhocker. Fantastisch! Absolut romantisch! Und so ist er dann über dich hergefallen? Nein. Das hast du gerade gesagt. Er hat eine Schulter gebraucht, um sich auszuheulen. Er ist schon anders weitergebunden. Verheiratet? Mehr oder weniger. Die Sau! Es wird immer besser. Weiß er, was du für ihn empfindest? Nein. Wieso nicht? Ich finde es nicht fair, ihn mit dem zu belästigen unter diesen Umständen. Aber du findest es fair, mich mit dem zu belästigen? Ich hab gedacht, ich müsse dir das sagen, damit du weißt, wo du stehst. Wo ich stehe? Knie tief in der Scheisse, so wie es aussieht. Heck! Nach all dem sollte ich, glaub, nicht an das Hochzeit kommen. Wunderbar! Zuerst habe ich zwei, jetzt habe ich keine mehr. Frag doch das Zimmermädchen. Danke vielmal. Ich kann nicht wollen, dass es so rauskommt, Greg. Ein Blitz aus heiterem Himmel. Für mich auch. Ich habe mich wirklich gefreut auf unseren... grossen Moment. Ja. Es tut mir wirklich leid. Kannst du im Loverboy ausrichten, wenn ich herausfinde, wer er ist, dann bringen um. Ist in Ordnung. Ich tue ihn mit dem Trangiermesser kastrieren. Nein! Das wird ja euer grosser Moment versichern. Ah, tun Sie immer noch aufklären. Nein, nein. Es ist erledigt. Gut. Sie kommen mir gerade recht.
Wie? Der Sound vom Kleid. Ich bin einfach nicht sicher, ob der gerade ist. Würden Sie mir nicht schnell reinschleifen, solange die Vicky im Bad ist? Ach, ich kann eigentlich nur ein Moment. Es ist einfach wichtig, dass der stimmt. Danke Ihnen vielmals. Ist das nicht aufregend? Mega geil! Sie kommen Sie gerade wieder rüber. Na, da bin ich nicht so sicher. Oh, Greg, Gott sei Dank. Wo sind auch alle? Dann. Ist alles in Ordnung? Absolut grossartig. Super. Hilf mir geschwind, ich habe nie mehr so ein Ding gehabt seit der Konfirmation. Zeig mal. Ich schneide uns ab mit einem Tranchiermesser. Und dann wird alles klein gehackt. Und wenn ich fertig bin, gibt es nie mehr einen grossen Moment. Für niemanden. Bitte. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Früchte gehabt. Was ist denn passiert? Ich habe herausgefunden, was letzte Nacht passiert ist. Das ist passiert. Rausgefunden? Ja. Kein Wunder, konnte ich nicht landen. Die Sau. Hallo? Einfach hinschleichen und sie mir vor mir in der Nase wegschnappen. Aber so ist es doch gar nicht gewesen. Die Kleidung einfach schamlos ausnutzen, nur weil wir ein bisschen Zoff haben. Das ist doch alles gar nicht wahr. Ich habe doch sagen, ich... Wie? Du hast das alles falsch verstanden. Was habe ich falsch verstanden? Von was redest du? Ich rede von der Sache mit der Lisa, von dem rede ich. Hey, ich doch auch. Wie kannst du von dem reden? Du weißt ja gar nichts davon. Ah, nicht? Was weißt du? Was weißt du? Sie ist von einem anderen Mann verführt worden. Nein! Ja, wenn ich herausfinde, wer er ist, dann schneide ich den Teier ab mit einem Tranchiermesser. Denkst du? Herausfindest? So eine hohe Gemeinheit! Du hast es aber noch nicht raus. Nein. Gott sei Dank. Wir? Ich meine, zum Glück hast du noch nichts Sottiges gemacht. An meinem Hochzeitstag. Was weißt du überhaupt von dieser Sache? Ich? Du hast gesagt, es sei nicht so gewesen. Sie? Er gesagt, es sei nicht so gewesen. Sie hat dir davon erzählt? Hä? Wann? Letzte Nacht. Auf der Strecke? Ja. Was hat sie dir erzählt? Sie hat erzählt... Was hat sie dir erzählt? Sie hat den Mann gestern im Hotel kennengelernt. Was hat sie mir auch erzählt? Und sie hat sich gegenseitig an den Schultern vom anderen ausgeheult und endlos lang getröstet. Das hat sie mir auch erzählt. Und ein kleiner Moment mit mir sei nicht mehr nötig, weil sie schon grossen mit ihm gehabt. Was hat sie mir auch Was hat sie? Das muss wirklich der grösste Moment der Weltgeschichte gewesen sein. Mit der grössten Sau von der Weltgeschichte. Und mit mir als grösste Doppel von der Weltgeschichte. Hat sie das gesagt? Liebe, auf den ersten Blick und so Zeug. Warum passiert mir nie so etwas? Hat sie das wirklich gesagt? Liebe auf den ersten Blick? Ja. Teilfrauen haben schon ein besonderes Gefühl für Timing. Wo ist sie jetzt? Warum willst du das wissen? Vielleicht sollte ich noch mal reden mit ihr. Du hast deine eigenen Probleme, vergiss das nicht. Aber... Wenn du wirklich helfen willst, dann hilf mir, den Typ zu finden. Ist sie zu deinen Eltern? Nein, sie ist... Sieht das nicht eine Bombe aus? Lisa! Ist das auch gleichmäßig, was findest du? Oh Gott! Was ist? Was ist nicht gut? Du siehst... Also so musst du es auch nicht tun. Was ist denn nicht recht mit dem Kleid? Also so geht das nicht. Ich habe das Kleid vor der Hochzeit gar nicht gesehen. Jesus, das habe ich vergessen. Natürlich nicht. Alex, ich kann gar nicht sehen, dass du da bist. Schau weg. Vicky, erzähl mir das nie. Schnell, kommen Sie. Gehen Sie. Lisa. Ja? Wir müssen... Du musst dich für deine Hochzeit bereit machen. Da hinten fehlen ein paar Stiche. Eindeutig. Hat sie nicht umwerfend ausgesehen? Mhm. Ich hätte alles dafür gegeben, wenn ich eines Tages so mit ihr hätte können ins Stadthaus. Mhm. Aber stattdessen kommt der Arsch und nimmt sie weg. Mhm. Ich glaube, ich bringe mich um. Ich mache mit. Gut. Warum? Du hast doch alles, was du willst. Stimmt, habe ich vergessen. Was ist denn da los? Eine Beerdigung? Was willst du? Ich hab gedacht, ich sollte dich sagen, dass unten in der Lobby ein Mann rumläuft. Gross, ziemlich rot angelaufene Gebirge und er macht gerade ein bisschen Lampen. Könnte das echt der Vater von unserem herzigen Brütchen sein? Der Gerold, was macht er? Er will wissen, warum der Empfang noch nicht fertig vorbereitet ist. Die Männlichkeit der Zeitzornung. Habe ich total verschwitzt? Er kommandiert das Personal umeinander wie ein General. Der Chef der Service, der Portier und die Halbkochenbrigade haben schon gekündigt. Also die, die einigermaßen Deutsch verstehen. Bist du gut gekümmert, dich drum? Ich habe immer gemeint, heiraten sei etwas Schönes.
Linda, nur einen Moment. Was ist? Ich brauche deine Hilfe. Oh nein, ich habe schon genug geholfen für heute. Linda, bitte. Es geht um Leben und Tod. Von wem? Von mir. Hast du es nicht besser verdient? Bums und die Freundin vom besten Freund. Am eigenen Hochzeitstag. Ich weiss, wir leben in einem toleranten Zeitalter, aber das geht zu weit. Linda, du hast das alles falsch verstanden. Es ist nicht das, was du meinst. Ah ja? Was denn? Ein Hochzeitsnacht-Intensivkurs? Linda, bitte. Ich schwöre dir, ich brauche deine Hilfe. Oder der Tag endet als grösste Desaster in der Geschichte der Heiraterei. Ja, wir sind auf dem besten Weg. Was willst du? Ich muss geschwind mit Lisa reden. Seiner Freundin? Ja. Dem Callgirl? Sie ist kein Callgirl. Sie hat sich aber so benannt. Nein, sie... Bitte, Linda. Was soll ich denn machen? Sie ist da eine mit der Mutter von der Vicky. Lass bitte die Schwiegermutter zu dem Zimmer aus, dass ich mit Lisa rede. Tönt nach Beileibe zu unmoral. Ich verstecke mich, bis sie los geworden ist. Was soll ich denn sagen? Ihr Mann richtet da unten ein riesen Chaos an. Und du richtest da oben ein riesen Chaos an. Bis so gut, Linda. Excuse me. Ja? Da unten in der Lobby ist ein Mann, der glaube ich ist. Der Gerald? Er sollte sie dringend sehen wegen dem Empfang. Ja, aber das sollte doch der Brautführer organisieren. Ihre Mama macht glaub, ziemlich einen Tumult. Oh nein, typisch, Gerald. Tut mir leid, wir haben es fast. Können Sie bitte im Moment so bleiben? Ich muss geschwind schauen, was da los ist. Ja, so. Ich bin gerade wieder zurück. Hübsch, wirklich? Wer genau soll eigentlich eine Tür öffnen? Ich probier's nur. Ja, du probierst ja noch gerne mal, oder? Jetzt lass mal! Schon gut. Es gibt hier noch jemand anderes, der etwas mit dir probieren will. Was? Ich habe keine Ahnung. Aber ich an deiner Stelle wäre sehr vorsichtig mit Ja sagen. Alex! Ist die Kinder da rein? Ja. Komm schnell rüber. Was ist los? Das wollte ich herausfinden. Was soll das heissen? Was ist letzte Nacht passiert? Das weisst du. Ich meine nicht im Bett. Ah, kannst du dich wieder erinnern? Ja, aber ich will wissen, wie und warum wir dort gelandet sind. An das kannst du dich nicht mehr erinnern. An ein paar Sachen schon, auf jeden Fall auf meiner Seite. Aber ich will wissen, was auf deiner Seite passiert ist. Ja, wir haben die Seiten ein paar Mal gewechselt. Es ist jetzt ein schlechter Moment für Witz. Warum willst du das alles wissen? Weil der Greg einiges erzählt hat und ich muss wissen, ob das stimmt. Was hat er gesagt? Ist ja gleich, sagst du. Wie kann ich dir sagen, ob stimmt, was er dir erzählt hat, wenn ich nicht weiss, was er dir erzählt hat? Er hat gesagt... Ja? Es war ein grosser Moment für dich. Oh. Vielleicht der grösste von deinem Leben. So? Ist das wahr? Ich muss das wissen. Ich mache jetzt gerade den grössten Schritt von meinem Leben. Was es auch immer war, das kann er dem jetzt auch nicht mehr ändern, oder? Ich weiss es nicht. Was ist genau passiert? Erzähl. Also, ich bin ziemlich spät hier angekommen. Der Polterabend war schon vorbei. Die einzigen Leute weit und breit, ein ziemlich angesoffener Typ an der Bar, der lauthals gesungen hat, und ein Nachbarzieher, der den anderen mit Wodka abgefüllt hat. Der Thibaut? Ja. Dem hast du das Vogelli sein Ohr gebrüllt. Gott! Warum bin ich immer noch an der Bar gewesen? Der Thibaut hat gesagt, er hätte dich aufs Zimmer gebracht, aber 5 Minuten später sei ich schon wieder runtergekommen. Oder aber gestöchelt. Und hast einen Drink verlangt. Du könntest sonst nicht einschlafen unter diesen Umständen. Was für Umstände? Du siehst so aufgewühlt, weil du nicht wüsstest, ob du das Richtige machst. Das Richtige? Heiraten. Habe ich das gesagt? Der Thibaut hat gesagt, du hättest das gesagt. Und was hast du gesagt? Dass ich auch so aufgewühlt sei und ein Wodka wähle. Und dann hat der Thibaut eine Flasche da gelassen und ist zurück an die Rezeption. Habe ich gewusst, wer du bist? Nein. Bin nicht sicher gewesen, ob ich überhaupt noch an das Hochzeit kam. Und was ist denn passiert? Du hast mir dein Herz ausgeschüttet. Du siehst nicht sicher, ob
die Frau, die du heiratest, wirklich die Richtige sei für dich. Und dass du sie eigentlich nur heiratest, weil alle sagen, sie sei die Richtige. Und ich habe mein Herz ausgeschüttet. Ich wüsste ganz sicher, dass der Mann, den ich besuche, der falsch sei für mich. Und dass ich nur bereit war, etwas mit ihm anzufahren, weil ich es einfach satt hatte, noch ewig nach dem Richtigen zu suchen. Und dann... Dann? Bist du vom Bahnhof gekippt. Du hast dir ziemlich den Kopf angetatscht. Ich habe dir wieder aufgeholfen und dich die Stege nur gestossen. Von deiner Zimmertür habe ich versucht, dich in einer aufrechten Position zu behalten und gleichzeitig die Türen aufzuschliessen. Und dann? Du hast gesagt, du wüsstest, wer die Richtige für dich sei. Wer? Ich. Das war offensichtlich, dass du etwas getrunken hast und dass du es nicht wirklich so meinst. Aber du hast darauf bestanden, es gäbe nur einen Weg, um herauszufinden, ob das stimme. Und der wäre? Mich zu küssen. Ah ja. Und dann hast du es gemacht. Und? Meine Knie sind weicher geworden, als deine schon waren. Aber dir hat es lustigerweise wieder aufgeholfen. Plötzlich habe ich gespürt, wie ich ins Schlafzimmer gedreht worden bin. Ich habe noch gedacht, wir sollten das jetzt gescheiter nicht machen, aber dann... Den Rest weisst du ja selber. Oh Gott! Was machen wir jetzt? Nichts. Deine Brut macht sich da einer für euer Hochzeug bereit. Etwa 2 Dutzend Verwandte dekorieren jetzt wahrscheinlich gerade den Eingang vom Stadthaus. Da unten werden Hunderte von Champagnergläsern für euch geschleigt und ihr fliegt übermorgen auf die Malediven. Lisa! Alex! Das geht nicht! Nein, das geht nicht! Mami? Mami? Was machst du in meinem Hochzeitskleid? Anprobieren! Was? Deine Mutter hat mich darum gebeten, wegen dem Zahn. Ach, ich ziehe sie jetzt wieder ab. Vicky? Greg? Wo ist Lisa? Da! Ich wollte mit dir reden. Was willst du mit dem Messer? Ein Stück von der Hochzeitstorte abschneiden. Und andere Kleinigkeiten. Los, Greg! Wo ich gerade tun, der Vicky ihren Vater davon abgehalten habe, alle Vorbereitungen über den Haufen zu rühren. Die Küchenmannschaft hat einen Massenexodus gehindert und den Hoteldirektor angefleht haben, uns nicht alle auf die Straße zu rühren. Da habe ich jemanden getroffen, den ich kennt. Wer? Der Tibor. Tibor? Der Nachtportier. Mit dem ganzen Chaos da unten hat man ihn aus seinem wohlverdienten Schlaf gerissen und ihn dazu vertunnert, auch noch den ganzen Tag hinter der Rezeption stehen. Was seine Laune nicht wirklich verbessert hat. Und? Wir haben ein kleines Schwätzchen gehabt. Über gestern Nacht. Und das, was du mir erzählt hast von gestern Nacht. Und über den Mann, den du da getroffen hast. Und er hat mir gesagt, dass außer dem Alex überhaupt kein anderer Mann da war. Hat er? Also, wer ist der andere Mann gewesen? Greg, wir müssen deine Affäre ausgerechnet jetzt durchhecheln. Jesus! Dick! Was machen wir? Warum? Was ist? Unten ist total Chaos. Dein Vater tobt umeinander wie ein anderer Taubverrückter. Das Personal hat einen Streik ausgerufen und der Hoteldirektor reißt sich seine gelöckelten Haare aus. Einzeln. Was wird aus unserem Traumhochzeit? Greg, es ist mir jetzt scheißegal, wie es um dein Liebesleben steht. Oder nicht steht. Victoria! Das ist doch wahr! Heute ist mein Hochzeitstag und du bist der Trauzeuge. Und all das da unten liegt in deiner Verantwortung. Also, mach etwas! Ja, klar. Und wenn du runtergehst, lässt du endlich das blöde Messer zurück. Wir wollen die Hochzeitstorte anschneiden, wenn wir je so weit kommen. Schau, Gäste schwimmen schon zum Schiffsteg. Wir werden nie rechtzeitig fertig. Excuse. Und was willst du? Der Hoteldirektor, der Herr Hablützel, ausrichten? Irgendjemand muss jetzt runterkommen und den Brutvater aus dem Verkehr ziehen. Oder die gesamte Belegschaft könnte. Das wissen wir bereits. Ich habe es nur ausgerichtet. Und warum du? Was? Warum richtest du das aus? Ja, also wirklich, der Hoteldirektor muss jetzt zu denen deine Hochzeitsgäste mit in die Sache hineinziehen. Das Personal ist ihm schon fast alles davon gelaufen. Das ist einfach zu viel. Hure Scheiße! Victoria! Da ist doch
ist immer noch nicht fertig angelegt. Das könnte man von dir auch sagen, Schatz. Ich bin fertig. Es fehlt nur das Kleid. Und wo willst du hin in dem Aufzug? Eröffnet der Pfarrer Sieber eine neue Notschlafstelle? Hey, oh Gott! Du solltest unten sein. Ich bin unten. Ja, ja. Mit den Nerven. Aber der Alex muss noch helfen. Nimm alle mit. Dann kann ich mich endlich anlegen. Genau. Du und du da drinnen. Gott sei Dank. Kann ich jetzt bitte mein Kleid haben? So! Für was ist das? Ich habe dir schon gesagt, für was das ist. Das war aber nicht dein Ernst. Für was ist das? Kümmer du dich um deinen eigenen Mist. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine unanständige Bande getroffen. Schauen Sie, wir brauchen Ihre Dienste nicht mehr. Gehen Sie! Gehen Sie betten oder so? Charmant. Wenn Sie interessiert, es sind schon alle Bett gemacht. Das im Zimmer vis-à-vis? Ja. Dort hat niemand geschlafen. Linda. Natürlich hat er jemand geschlafen. Lisa. Hören Sie, ich weiss, welche Zimmer beleidigt sind und welche nicht. Was? Linda. Das da ja, das da nein. Ich los jetzt allein. Was bedeutet das? Greg. Bitte! Ich glaube, langsam fängt es mir an zu dämmern. Nein, das glaube ich nicht. Lisa hat sich in einen anderen Mann verliebt. In einen anderen Mann, irgendjemand anders. Es ist kein anderer Mann außer dir da gewesen. Ich heirate jetzt den Kratwick. Du hast die Nacht mit einer Frau verbracht, die du nie vorher gesehen hast. Ein Call, Girl, schon lange fort. Ab! Und Lisa hat die Nacht in einem anderen Bett verbracht, als in dem da. Aber nicht in dem, ich versprich das. Ich versprich das. Sag mir nur eins. Was? Woher hast du die Bühle am Hinterkopf? Bühle? Ja. Ich bin vom Bauhocker gekippt. Ah! Du Verräterin! Ich leg mich im Badzimmer an! Was zum Teufel ist jetzt wieder los, Greg? Dann versaue ich seine Hochzeitspläne. Gründlich, und zwar für immer und ewig. Warum? Was hat er gemacht? Gute Frage. Darum frage ich ja. Und ich auch. Ich habe jetzt keine Zeit, ich erzähle das später. Nein, ich erzähle das jetzt. Was? Ja, was? Es tut mir leid, Liliane, aber ich habe ein paar sehr schmerzhafte Neuigkeiten für die Vicky. Was? Ja, was? Ich würde glaube abhocken. Mir geht's gut. Mir auch. Also, meine Damen. Dein Bräutigam, von dem du angenommen hast, habe ich letzte Nacht ganz alleine dort geschlafen. Während ich die letzte Nacht hier zusammen mit meiner Freundin verbracht habe. Von der ich angenommen habe, habe ich letzte Nacht ganz alleine dort geschlafen. Bis ich dann heute Morgen hier gekommen bin. Weil ich habe nämlich letzte Nacht gar nicht hier geschlafen. Und er, wenn ich dann herausgefunden habe, hat nämlich letzte Nacht überhaupt nicht ganz alleine nicht geschlafen. Sondern da innen mit meiner Freundin. Und mit der hat eigentlich ich letzte Nacht schlafen. Wie? Was? Ja, so ist das. Der Alex hat letzte Nacht da innen geschlafen? Ja. Mit deiner Freundin? Ja. Im gleichen Bett? Ja. Welche Freundin? Die da innen, Lisa. Das ist Linda. Das. Ah ja, ich bringe sie einfach durcheinander. Welche meinst du jetzt wirklich? Die Lisa oder die Linda? Wirklich meine ich die Lisa. Der Alex hat letzte Nacht da innen mit der Lisa geschlafen. Genau. Und jetzt musst du mich leider entschuldigen. Du musst heiraten und ich jemanden am Teier abschneiden. Hure Scheiße! Victoria! Schatz. Ich hab gewusst, dass etwas nicht stimmt. Schon gut. Ich kann dir mir so etwas antun. Männer sind auch gleich. Was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung. Es wartet schon alle auf dem Schiffsteck. Gibt's irgendeinen anderen, der gerne mitschüttet? Es
tut mir leid, dass ich Sie noch mal stören muss. Aber der Herr Hablützel lässt ausrichten, wenn Sie Ihren Mann nicht endlich zum Hotel ausverfrachten und nicht endlich die Sitzordnung rausrücken und nicht endlich den Trauzeugen davon abhalten, im ganzen Hotel rumzuzäckeln und mit dem Tranchiermesser rumzufuchteln, dann lässt er das ganze Hochzeitsfest platzen und Sie können von ihm aus auf der Landeweise picknicken. Das hat er mir aufgetragen, Ihnen zu sagen. Darum habe ich es Ihnen gesagt. Du bist doch Lisa. Bin ich das? Das solltest du doch wissen. Das weiß ich auch. Mutter, lass uns bitte allein. Ich möchte gerne mit Lisa ein paar Wörtchen unter vier Augen reden. Aber lass dich bitte zu nichts hier reissen. Keine Angst. Geh du ab und beruhig den Vater. Aber lass ihn unter keinen Umständen dauern. Ich kann schon Lampen genug. Ja, wirklich, mein Kind. Also, was hat sie genau gemeint mit hinreissen? Es passt langsam alles zusammen. Was? Du hast es von Anfang an darauf abgesehen, mein Hochzeit kaputt zu machen. Ich habe probiert, dein Hochzeit zu retten. Eine feine Rettung. Ist ja auch ein feines Hochzeit. Was fällt dir eigentlich ein? Wer bist denn du überhaupt? Aber jetzt weiss ich wenigstens, um was es geht. Um was? Eifersucht, hä? Du willst schon für dich. Wer? Von was redest du? Vom Alex, von dem rede ich. Was mit dem Alex? Du hast letzte Nacht mit ihm verbracht. Hab ich? Ha! Den Nerv musst du zuerst mal haben. Nacht vor meinem Hochzeit. Ich hab gemeint, ich sei beim Greg gesehen. Soll das heissen, du weisst nicht mal mehr, mit wem du die letzte Nacht verbracht hast? Auf alle Fälle war der Greg, den ich die Nacht verbracht habe mit ihm. Dann stimmt's also doch. Nur weil ich die Nacht nicht mit dem Greg verbracht habe, heisst das nicht, dass ich sie mit dem Alex verbracht habe. Der Greg hat gesagt, du hättest. Der Greg hat gesagt, ich hätte? Ja, wenn? Gerade vorhin. Gerade vorhin? Ah, oh, wiederhol nicht andauernd, was ich sage! Was hat er denn genau gesagt? Er hat gesagt, er hätte sollen da rein sein mit der Lisa, während der Alex hätte sollen da rein sein mit niemandem. Und dann hat er gemerkt, dass der Alex da rein war mit jemandem, während er noch jemand anders war mit niemandem. Und als er da hingekommen ist, hat er gemerkt, dass der Alex nicht mit jemandem da rein war, sondern mit der Lisa. Ah, oh, jetzt habe ich es mitgeschnitten. Das hast du schon letzte Nacht mitgeschnitten. Aber ich sag dir eins, da hast du geschnitten. Nein, du hast das alles falsch verstanden. Nein, habe ich nicht. Ich kann alles erklären. Gut, erklär. Schau, es ist so. Nein, es ist kompliziert. Oh. Da ist eine Frage hin. Alex? Ja? Du weißt, ich sehe es dir immer an, wenn du lügst, gell, Schatz? Ja, Schatz. Schau mir in die Augen und beantworte mir eine Frage. Was für eine? Warum sind sie so rot? Deine Augen. Deine Augen? Ist das die Frage? Nein, natürlich nicht! Die Frage ist, hast du letzte Nacht mit dieser Frau verbracht? Mit ihr? Ja. Nein, natürlich nicht. Schwörst du? Ich will tot umkehren. Voila! Warum erzählt dann der Greger so etwas? Von seinem besten Freund? Kurz vor dem Hochzeit. Der ist ein bisschen durcheinander. Also, wenn das alles war, dann lohne ich euch jetzt allein und mache weiter. Dass ihr auch weitermachen mit eurer Heirat. Aber natürlich nur, wenn ihr auch sicher seid, dass ihr weitermachen wollt. Und auch wirklich heiraten wollt. Was hat sie gemeint? Kann blassen. Du willst doch heiraten, oder, Alex? Aber natürlich. Du siehst zwar nicht wirklich so aus. Nicht. Nur noch knapp eine Viertelstunde. Die Leute warten schon alle auf dem Schiffsteg. Ausserputzt fürs grosse Ereignis und du? Immer noch halb angelegt, noch nicht rasiert und einen Blick wie an der eigenen Beerdigung. Nerven! Ich heirate kein Weichei, oder, Alex? Wie? Ein Schlappschwanz.
Nein, nein. Ich will nicht die Stärker sein in dieser Ehe. Ich auch nicht. Wie? Ich meine, der Schwächer. Dann mach dich endlich parat fürs Stadthaus. Klar. Darfst du mir noch das letzte Mal einen Kuss geben, bevor ich deine Frau werde? Aber ruinier mein Make-up nicht. Ah, du bist immer noch da? Ja, aber ich gehe jetzt. Ist, glaube ich, gescheiter. Es tut mir leid, dass ich im Weg war. Und mir tut es leid, dass sich das Wochenende für dich nicht gelohnt hat. Ja. Der Alex ist dort drinnen. Kannst du mir ja noch Ade sagen? Ja. Ciao, Alex. Lisa. Ich gehe. Wohin? Hi. Lisa. Es tut mir leid, dass wir uns nicht schon früher noch begegnet sind. Mir auch. Ich vergesse die letzte Nacht nie. Ich auch nicht. Ich bin sicher, du wirst sehr glücklich. Ich auch. Ciao. Ciao. Ich wollte gerade gehen! Sie wollte gerade gehen! Oh, zurück ins Bett! Ich bring dich um! Nein! Nein! Auf! Aufhören! Aufhören! Ich kann rufen! Er rufen! Schnaufen! Aufhören! Sofort aufhören! Schnaps! Aus! Vorbei! Meiner Lebtag bin ich noch nie so Leute begegnet. Mein ganzes Hotel ist demoliert von dem Hochsieg. Erstens Abend, betrunkene Leute grölen in unserer Bar umeinander. Das Vogellisi. Betrunkene Leute fallen von unseren Barhocker. Das Vogellisi. Betrunkene Leute stürcheln unsere Stegen herab. Das Vogellisi? Silas! Heute Morgen, wahnsinnige Leute schreien in der Lobby umeinander. Wahnsinnige Leute schreien im Restaurant umeinander. Wahnsinnige Leute schreien in der Hochsiegsweite umeinander. Herr Hablitz, Silas! Die Rezeptionistin hat gekündigt, weil die Zimmerverteilung sei ein einziges Krüsemüsi. Der Chef des Service hat gekündigt, weil die Schonung sei ein einziges Krüsemüsi. Der Kochchef hat gekündigt, weil das Menü sei ein einziges Krüsemüsi. Herr Hablitz! Ruhe! Und jetzt könnte ich mir selber, weil mein Blutdruck ist ein einziges Krüsemüsi. Hauen Sie ab! Heiraten Sie, wo Sie wollen, aber nicht in meinem Hotel. Bitte, Herr Hablützel, nur ein kleines Familienkrächli. Krächli? Wenn Ihre Familie schon vor dem Hochsieg so drauf ist, was veranstaltet Sie denn nach dem Essen? Ein Nuklearangriff. Schluss, raus! Sie können das doch nicht rausgehen. Das Hochsieg muss jeden Moment anfangen. Anfangen? Wie soll denn das anfangen? Schauen Sie die Leute doch einmal an. Der Brüttigam sieht aus wie aus einem Hagen Holz. Der Trauzeuge sieht aus wie aus einem Burghölzli. Und der Brutvater sieht aus wie aus einem Masoala-Hall. Das fällt Ihnen eigentlich ein. Ihren Mann habe ich schon zum Hotel ausspediert. Mit einer Einladung auf Nimmerwiedersehen. Gerold! Und was die anderen Leute anbetrifft. Und wer ist das? Eine Freundin vom Trauzeugen. Ah, das Call Girl. Ich bin sicher kein Call Girl. Ja, ja. Schon gut. Sie haben da etwas falsch verstanden. Es tut mir doch wahnsinnig leid, Fräulein. Aber es ist. Bis ist. Der Trauzeuger weiß Bescheid, der Nachbarin weiß Bescheid, sogar das Zimmermeidli weiß Bescheid. Was für ein Zimmermeidli? Oh Gott. Das Zimmermeidli? Das ist nicht das Zimmermeidli. Aber schon sicher. Das ist seine Freundin. Das ist seine Freundin. Und das ist seine andere Freundin. Lisa, du schaffst als Zimmermeidli. Nicht Lisa Linda. Nein, das ist Lisa, das ist Linda. Wenn Sie mir etwas sagen, ich kenne mein eigenes Zimmermeidli nicht. Bist du die Lisa oder die Linda? Na? Die Lisa. Linda oder Lisa? Na? Linda. Na? Jetzt weiss er der Hinterst und die Letzt. Mit Freundinnen vom Trauzeugeisen. Würden Sie jetzt bitte ins Hotel verlassen? Nein. Wie bitte?
Nicht bevor ich herausgefunden habe, was da los ist. Oh Gott! Jemand Zeit worden! Aber Vicky, wir haben keine Zeit mehr. Das Schiff leitet uns dann gerade ab. Und im Vater sieht aus, wie wenn er als nächster Kapitän verwürgen würde. Mit Verlust musst du rechnen. Das Hochzeit muss warten. Ich mache den folgenschweren Gang in die Stadt aus nicht, bevor ich dieser Sache nicht auf den Grund gegangen bin. Ja, gehen Sie auf den Grund oder so schnell mehr hin, aber gehen Sie! Silas! Wir sind in der Überzahl, Herr Hablützel. Und wenn Sie nicht auch noch eine Schlägerei da rein wollen, dann heben Sie jetzt besser das Maul. Sie? Sie sind auch unverschämt. Nani, aber ich kann es dann gerade werden. Alex? Oh Gott. Was genau ist letzte Nacht passiert? Also, was passiert ist, ist, dass ich nach dem Polterabend sehr betrunken war und gleich noch einen Schlummertrunk nehmen wollte. Und dann das schöne Lied vom Vogel Lisi im Barkeeper ins Ohr gelallt haben, wo die Lisa kam ist und jemanden gesucht hat, wo sie Krach gehabt hat mit ihm. Und während ich herausfinden wollte, wer sie gesucht hat, bin ich vom Barhocker gekippt und haben mir den Schädel aufgetätscht. Dann so weit einleuchtend. Silas! Dann hat mir die Lisa aufgeholfen und mich auf mein Zimmer gebracht. Aber ich war so blau, dass ich nicht mehr wusste, welches mein Zimmer ist. Und die Lisa war so hässig, dass sie, wer auch immer, nicht gefunden hat, dass ich letztlich in dem und sie im selben Zimmer gelandet ist. Tönt so wie die leuchtend. Silas! Aber als ich heute Morgen verwacht bin, habe ich realisiert, dass ich gar nicht in dem Zimmer hätte sein dürfen. Und bin im selben Zimmer. Und habe die Lisa im selben Zimmer gefunden. Aber weil ich so besoffen war, habe ich nicht mehr gewusst, was sie im selben Zimmer gemacht hat. Und weil ich nicht wollte, dass Vicky da ankommt und sie im selben Zimmer findet, habe ich sie zum Anziehen in das Zimmer gebracht. Aber dann ist der Greg gekommen. Und ich habe ihm von dieser Unbekannten in dem Zimmer erzählt. Und wo die Vicky auch angekommen ist, wo die Lisa immer noch in dem Zimmer war, habe ich den Greg gebeten, er solle sagen, die Frau in dem Zimmer sei seine Freundin. Damit Vicky nicht meint, sie sei meine Freundin. Aber wo der Greg in das Zimmer ist, hat er zufälligerweise Linda angetroffen, die gerade aufräumen wollte. Und hat gemeint, sie sei die Frau, die ich meine. Und hat sie der Vicky als seine Freundin Lisa vorgestellt. Tönt sie wie die leuchtend? Ruhe! Aber dann ist die richtige Lisa gekommen. Und weil der Greg ja schon eine Freundin hatte, musste ich sie vor der Vicky als Zimmermeidli Linda ausgeben. Aber dann hat Vicky herausgefunden, dass sie nicht das Zimmermeidli ist. Also haben wir sagen, sie sei Greg seine andere Freundin. Und dass er nicht sicher sei, ob er die Lisa oder die Linda will. Mittlerweile und aufgrund von dem, was der Greg der Linda erzählt hat, hat die dann natürlich gemeint, ich hätte die Nacht in dem Zimmer verbracht. Und zwar mit der Lisa. Und über die hat sie dann in Erfahrung gebracht, dass sie im Greg seine Freundin ist. Dann so weit einleuchtend. Und darum hat sie gemeint, Vicky und ich sollten nicht heiraten. Und darum hat sie dem Greg erzählt, ich hätte die Nacht mit seiner Freundin verbracht. Und darum ist mir der Greg mit dem Tranchiermesser nachgesäckelt. Und darum habe ich keine Zeit gehabt, um mich zu rasieren. Verstanden. Ah ja? Ich glaube schon. Gott sei Dank. Du, Mami? Ich glaube schon. Herr Hablützel? Aber schon sicher. Nur noch etwas. Was? Wenn du die Nacht mit der Lisa verbracht hast. Ja. Und wenn du die Nacht mit der Linda verbracht hast. Ja. Und dann mit einem Kahlgör. Ja. Mit wem hast du die Nacht verbracht? Wie meinst du das? Ja, wie meinst du das? Ich meine, wenn die Lisa in selben Zimmer geschlafen hat, wo ich da reingekommen bin. Und die Linda, das Mädchen in dem Zimmer, das Zimmermädchen war. Wer ist denn die, die gesagt hat, du hättest die Nacht mit ihr in diesem Zimmer verbracht? Hat er das gesagt? Ja. Du hast gesagt, du hättest die Nacht mit jemandem verbracht. Ich hab's gemeint. Gemeint? Träumt. Aha. Ich bin blau gsi. Und wer war im Badzimmer? Ist jemand im Badzimmer gsi? Definitiv. Woher weisst du das? Die Türen war abgeschlossen. Warum? Ich habe sie abgeschlossen. Du? Ja. Von innen? Genau, von innen. Und dann hat das Schloss geklemmt. Ich hab's nicht mehr aufgebracht. Ich bin durchs Fenster geklettert und durchs Zimmerfenster wieder reingekommen. Warum hast du mir das nicht gerade gesagt? Ich hab's vergessen. Vergessen? Ich hab mir den Kopf angeschlagen. Nehmen wir einmal an, das ist wahr. Und es war ein Traum. Und es hat kein Kahlgürtel gegeben und niemand im Badzimmer. Ja. Warum hast du nicht Lisa vorher geküsst? Was? Hab ich nicht. Ich hab's gesehen. Sie hat mich geküsst. Warum? Damit das Kopf ihn anlässt. Ich glaub dem kein Wort.
Wort. Ich auch nicht. Oh nein, Schifffahrt ist dann gerade ab. Und nur geh mal an. Hure Scheiße! Victoria, hast recht. Hure Scheiße! Meine Damen, bitte! Das ist alles deine Schuld, Greg. Meine Schuld? Du hättest nicht dafür zulassen, dass es so viel sauft. Das ist nicht meine Schuld. Das ist alles ein Zimmermeidli seine Schuld. Bitte? Du hast mir heute Morgen müssen sagen, wer du bist. Ach, Kabis! Das ist alles ihre Schuld. Dann hat das funktioniert nicht einmal die Schlösser von dem Badzimmer. Genau! Ach so! Jetzt ist alles nach meine Schuld reizend. Wirklich ganz entzückend. Das ganze Hotel Sonnen ist verwüstet durch eine charmante Avasar. Und jetzt ist alles meine Schuld. Jetzt lernt es raus, sofort alle raus. Nicht schimpfen, gell? Einfach auf das Ende des Hotels oder ich hole die Polizei. Langen Sie mich nicht an, Sie Königsbuddel. Was haltest du von einer Reise auf die Malediven?